Hey Skatfreunde, wie üblich schauen wir uns das Rätsel der letzten Woche etwas genauer an. Die Auserwählten beim Hürdenlauf von Florian Pieper ist hier nur als Rätsel der mittleren Schwierigkeit eingestuft. Tatsächlich gibt es aber gewisse Indizien, dass das Rätsel vielleicht doch ein bisschen schwerer ist, als ich hier angenommen habe. Unter anderem dieser Gruß von Florian. Dieser Moment, wenn das neue Rätsel erscheint, das von einem selbst eingereicht wurde und man dennoch 15 Versuche benötigt. Ja, hat ja keiner gesagt, dass Skat leicht ist. Am Tisch hast du allerdings nur einen Versuch und deswegen werde ich jetzt nicht nur einfach die Lösung präsentieren, sondern versuchen noch ein bisschen drumherum zu analysieren und aus dieser Partie das Maximum an Erkenntnis rauszuholen. Auf diesem Parcours gibt es vier kleine bis mittlere Hindernisse, die nur auf eine Weise überwunden werden können. Gemeint ist natürlich, dass es an drei bis vier Stellen wirklich eine einzige präzise Karte braucht, um im Rennen zu bleiben, und zwar in der Rolle des Gegenspielers, um die 60 Punkte aufwärts zu erreichen. Unser Partner hat noch den 0 gereizt, der Alleinspieler in Hinterhand spielt Kreuz. Wir haben 4 Trumpf dagegen, starten mit der blanken 10 und zur großen Überraschung muss man sagen, der Alleinspieler sticht nicht, sondern lässt Pik Dame fallen. Und diese Pik-Dame, sie verrät natürlich schon eine ganze Menge, aber was genau verrät sie denn und welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Ja, ich denke doch, wir können wirklich davon ausgehen, dass die Pik-Dame blank war. Dass der Alleinspieler uns bluffen will, indem er aus Dame Lusche, also aus mindestens zwei Piken, abwirft, obwohl er auch ein volles erstmal stechen könnte beim Farbspiel, sehr unwahrscheinlich und wahrscheinlich auch kein guter Zug. Auch, dass der Alleinspieler jetzt noch Pik Ass dabei hat und sich das jetzt blank gestellt hat oder aus Ass Dame Lusche abgeworfen hat, anstatt ein volles zu stechen, das gibt es beim Farbspiel eigentlich gar nicht. Es spricht schon eine ganze Menge dafür, dass wirklich die Pik Dame blank war. Und dann stellt sich natürlich sofort die nächste Frage, warum hat der Alleinspieler überhaupt eine blanke Dame im Blatt, wo Ass und 10 offenbar fehlen, und warum wirft er die jetzt ab und verrät damit sein Blatt so schnell? Ne? Auch hier die Antwort relativ naheliegend, der Alleinspieler hat wahrscheinlich schon zwei andere Bilder gedrückt und mehr als zwei Karten durfte er eben nicht drücken. Die beiden anderen Bilder, die da natürlich draufstehen, sind Karo, Dame und König. Das erklärt auch, warum unser Partner eine leichte Entscheidung hatte, erstmal die 10 nicht mitzunehmen. Es erklärt auch schon ein bisschen die Nullreizung, Karo 7, 8, 9 Ass, Pik 7, 8, 9 Ass bei unserem Partner. Und jetzt ist an sich nur noch die Frage, was für ein Spiel können wir denn jetzt eigentlich beim Alleinspieler vermuten und was für ein Spiel können wir schlagen? Ich denke mal, der Fünftrümpfer ist fast ausgeschlossen, dann hätte der Alleinspieler jetzt 4 Herzen dabei, hätte ein sehr schlechtes Blatt und auch in so einem Fall, wenn er so eine schlechte Partie spielen würde, würde er sicher erstmal den Vollen verhaften, um noch nicht das ganze Blatt zu verraten. Sehr wahrscheinlich ist es hier also tatsächlich der 6 oder der 7 Trümpfer. 7 Trümpfer könnten wir noch schlagen, weil wir ja dann Trumpf Ass mit Pik Ass oder wahlweise Karo Ass Schmierung bekommen. Wenn wir noch 28 Augen in Herz machen, also wenn der Alleinspieler das Herz Ass nicht hat. Den 6-Trümpfer, den können wir natürlich in diversen anderen Konstellationen noch schlagen. Da wir ja selber Herz 10 Dame Lusche haben, hätte der Alleinspieler dann sehr wahrscheinlich das Ass zu dritt und unser Partner dafür noch einen Trumpf. Und diese Sachen gilt es jetzt so ein bisschen gegeneinander abzuwägen. Gegen den 7-Trümpfer wäre jetzt sicher Herz 10 eine mögliche Fortsetzung oder auch Herz Dame auf keinen Fall Trumpf. Gegen den 6-Trümpfer ist tatsächlich Trumpf die einzig mögliche Fortsetzung, denn mit Herz Lusche spielen wir den Alleinspieler eben in seine starke Farbe Herz rein, da erlauben wir ihm zu schnippeln, das verbietet sich und mit Pik machen wir es halt auch kaputt. Pik 10 kann der Alleinspieler stechen, uns fehlt später im Endspiel der Volle zum Vorsetzen, Pik König könnte er leicht abwerfen, also wir müssen diese Entscheidung treffen. Na, beim Rätsel kann man es ja auch einmal falsch rum machen, dann weiß man, wie die Verteilung ist. Und wenn wir dann davon ausgehen oder wissen, wir haben hier einen 6-Trümpfer, dann ist eben dennoch die Frage, wie erlegen wir den denn? Und es gibt eben tatsächlich nur eine Karte, die uns im Rennen hält, Trumpf
Und zwar, der Karo Bube ist zu wenig, die Trumpf 9 ist zu wenig, Trumpf Ass wäre zu viel. Wir müssen jetzt schon auf einen Buben bei unserem Partner spekulieren und genau die richtige Anzahl Augen quasi auf den Tisch legen. Das ist der Kreuz König. Ja, in dem Moment geht hier die Karte auch auf. Wir sehen, alles, was wir uns überlegt haben, ist auch richtig. Es ist auch die Herz 9 bei unserem Partner, nicht der König. Also bewiesenermaßen Ass, König, 7 beim Alleinspieler und die 6 Trümpfe. Ja, unser Partner liegt Pik Bube, Alleinspieler schnappt und spielt sofort die Herz 7. Natürlich sind das jetzt hier Engine Moves auf die optimalen Punkte. Und wir haben wieder eine Entscheidung zu treffen. Mit der 10 rausnehmen kommen wir einfach nicht hin, hat der Alleinspieler Ass und König. Üblich ist natürlich auch das Schnippeln mit der Dame. Das Problem an dieser Stelle ist, dass wir dann hier selber wieder fortsetzen müssen. Und genau aus dem Grund, um den Alleinspieler hier in die unangenehme Mittelhandposition zu bringen, ist hier ausnahmsweise mal der Tiefschnitt mit der Herz 8 die einzige Karte, die uns im Rennen hält. Unser Partner kommt ran mit der 9 und es ist ja klar, dass Karo fortzusetzen stärker ist als Pik, wo wir noch bedienen müssen. Karo Ass ist hier zu viel, kann vom Alleinspieler hoch vorgestochen werden. Eine Karo Lusche hält uns im Rennen. Alleinspieler sticht so halb hoch mit der Dame und das ist nicht genug, als dass wir da überstechen sollten. Hier bringt der Abwurf des Pik-Königs, das ist vielleicht jetzt auch eine nicht so schwere Karte, bringt uns oder hält uns weiter im Rennen. Trumpf 7 rauf und das erste Ass versenken, welches ist an sich egal, denn jetzt müssen wir bei 35 liegen eben sowieso nur noch den Stich mit Herz-König 10 und Karo-Ass sichern. Dafür können wir jetzt einfach Trumpf spielen. Ist tatsächlich sogar egal, welchen wir spielen, der Alleinspieler kann nicht zweimal unterbleiben. Das könnte in einem anderen Verlauf, wo wir etwa hier mit Pik fortgesetzt hätten, hätte er Kreuz 10 schon verstechen können und könnte jetzt zweimal unterbleiben. Ne, unterm Karo Buben mit der Dame, unter der 9 mit der Lusche. Und dann müssten wir wieder von hier antreten. Aber in dem Fall hat er diesen Trick nicht. Denn auch wenn er uns jetzt sogar im Karo Buben wieder anspielen würde, könnten wir erstmal das Karo Ass sichern auf 48 und könnten dann die Pik 10 vorsetzen und er müsste den König abschmeißen. Das heißt, das nützt ihm nichts, wir bekämen sogar noch mehr Augen. Deswegen zieht der Alleinspieler jetzt auch relativ trocken einfach von oben und wir müssen nur noch jetzt den Sack zumachen. Also die Herzdame darf er haben und wir nehmen 25 Augen mit auf 60. Also, ich kann mir schon vorstellen, 15 Versuche, ja, ich selber habe meine gar nicht gezählt. Ich habe ja die WhatsApp direkt bekommen und konnte zur Kenntnis nehmen, dass es hier wieder ans Knobeln geht. Chaka, du siehst ein typisches Spiel mit 6 Trümpfen und einem Ass zu dritt. Doch im 2., 3., 4. und 6. Stich lauern die Hürden. Also obwohl der Alleinspieler im Endeffekt durch den Abwurf der blanken Pik-Dame sehr viel über sein Blatt verraten hat, hat er an sich richtig gespielt. Er macht es uns extrem schwer und ich glaube mal fast am echten Skattisch gegen diesen typischen eben 6 Trümpfer, Ass zu dritt, Blanke, wird das Spiel fast immer bestehen, obwohl die 4 Trümpfe dagegen waren und obwohl letztlich nach dem ersten Stich schon alles fotografiert war. Das ist das Interessante beim Skat. Es muss wirklich ja, chirurgisch genau angegangen werden und einiges kann man hier wirklich nur in diesem Rätselkontext überhaupt rausfinden und mit dem Analyse-Tool. Herzlichen Dank dafür. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch wie üblich ein schönes Wochenende und natürlich wie immer gut Blatt.